Für die Fotografin Astrid Kirschei war dieses Projekt, eine Ausstellung unter freiem Himmel, eine ganz besondere Angelegenheit. Mit viel Engagement hat sie es geschafft, in Kontakt mit 100 Menschen zu kommen, die 1987 eine Menschenkette um die Henrichshütte bildeten. Es war eine Intuition. Es hat mich so beeindruckt, dieses Werk zu sehen und dieses Museum zu sehen. Und ich habe mir vorgestellt an dem Tag, welche Menschen da waren und wo die jetzt sind. Ich habe mich gefragt, wo sind die jetzt heute? Es ist ein bewegender Augenblick, das wird schon bei der feierlichen Eröffnung der Ausstellung deutlich. Alle Redner erinnern an den schweren und letztlich erfolglosen Kampf um die Hattinger Henrichshütte. Auch in meiner westfälischen Heimatstadt Schloss Neuhaus bei Paderborn waren am Abend des 23. April 1987, heute vor 30 Jahren, in der Tagesschau Bilder von Menschen zu sehen, Menschen mit Helmen und Arbeitskleidung, aber auch Frauen mit Einkaufstüten, Schülerinnen und Schüler, kurz die Menschen einer Stadt, die mit ihren Körpern einen Schutzwall um ein riesiges Industrieareal bildeten. 5000 Hattingerinnen und Hattinger reichten sich die Hände zur Menschenkette »Schützt unsere Hütte«. Einst eiserner Arbeitsplatz ist der Hochofen 3 des LWL-Industriemuseums heute Forum des geselligen und gesellschaftlichen Lebens dieser Stadt. Die Henrichshütte hat das Schicksal dieser Stadt geprägt. Und sie war Segen und Fluch zugleich. Sie war ein riesiger Arbeitgeber und hat eine ganze Menge Geld in die Stadt gebracht. Sie hat aber auch eine Entwicklung anderer Arbeitgeber in der Stadt eher behindert. Und durch die Schließung, das langsame Sterben, wurde vielen klar, dass die wirtschaftliche Monostruktur für Hatting noch lange ein Problem sein würde. Und wenn damals in den 80er Jahren unsere Stadt als tot bezeichnet wurde, dann kann man heute sagen, sterbende Stadt von wem? Wir haben den Schritt vom Einbeiner zum Tausendfüßler geschafft. Wenn es ein Beispiel für Strukturwandel gibt, für erfolgreichen Strukturwandel, dann ist das Hatting. Doch der eigentliche Festakt ist heute ein Spaziergang. Und spätestens bei den vielen Bildern kommen die Erinnerungen wieder hoch. Auch bei denen, die vor 30 Jahren gar nicht um ihren Arbeitsplatz kämpfen mussten. Wie haben Sie das damals erlebt? Ja, das war einfach so, es gab ja mehrere Demonstrationen. Und diese Menschen, ach, da bin ich ja. Sehen Sie, Otto König ist daneben. Und da war es einfach so, dass man mit dazugehören musste. Nicht? Das war ja nicht nur die Büttenmitarbeiter, sonst wären ja keine 5000 zusammengekommen. Ein Tag, wo die Menschenkette war, 87 oder 88, da sind in Hattingen alle Geschäfte zugemacht worden. Da gab es kein Geschäft mehr auf, alle waren zu. Komm in die Tränen, da bin ich. Haben Sie sich selber wiedererkannt? Ja, danke. Und wie ist das für Sie, wenn Sie das hier jetzt sehen? Oh, ich bin ja schon mal hier vorher rumgelaufen. Aber ist eine schöne Idee. Ich habe selbst hier am Hochofen auch 10 Jahre gearbeitet. Ja, man denkt schon zurück. Ich war ja 40 Jahre hier und 5 Jahre im Vorruhestand. Ja, das ist natürlich wie so ein Erinnerungsspeicher. Und das hält noch mal ganz wertvolle Erfahrungen fest, die die Hüttenarbeiter und auch die Frauen, die auf der Hütte gearbeitet haben, damals gemacht haben, damit das auch weitergegeben wird. 100 Menschen, 100 Lebensgeschichten, 100 Fotografien. Das ist die neue Dauerausstellung der Henrichshütte. Doch mit der offiziellen Eröffnung ist das Projekt noch längst nicht beendet. Das, was der Förderverein hier für dieses Haus, für unser Museum leistet, ist sensationell. Und dieses Projekt steht wirklich ganz oben auf der Liste der respektvollen Taten, die dieser Verein für uns gemacht hat. Also von daher herzlichen Dank an alle, die da mitgemacht haben. Und das Projekt geht weiter. Der Förderverein Henrichshütte und die Fotografin Astrid Kirschei suchen weiter nach Teilnehmern der Menschenkette von 1987. Auch sie sollen fotografiert werden und anschließend die lange Fotoreihe ergänzen.